Ja, wenn man Winterdepressionen hat, also erstmal sollte man auf die Ernährung schauen, man sollte hinausgehen, Sonne tanken und als Kräuter selbstverständlich, also Johanniskraut, Tee trinken, das tut gut. Lindenblütentee mit ein bisschen Honig erinnert die Seele an die Mitsommerzeit, wenn die Linden duften und summen. Die summen ja, wenn die Bienen da sind. Die singen ja richtig. Und das tut der Seele gut. Die erinnert sich und braucht nicht diesen melancholischen Absturz zu haben. Oder man holt sich die Sonne bei einem lebendigen Feuer. Wir sind ganz arm geworden. Kaum jemand hat mehr eine Feuerstelle oder ein Herd im Haus. Und wenn man ein Herd hat, kann man ja die Türe aufmachen und sich davor setzen und sehen, wie das Feuer so in verschiedenen Stadien brennt. Zuerst hell und nicht so heiß und dann wie es ins Glühen kommt. Und zuletzt, wenn man tief genug schaut, da sieht man, was man früher nannte, die Salamander, die Feuersalamander, die so rot glühen und schwarz dazwischen, sehr lebendig. Das ist eine tolle Meditation, ja.